So, jetzt ein etwas spontanes Video. Ich hoffe natürlich, dass das Ganze jetzt gut funktioniert und dass man mich so gut hören kann. Das Ganze ist wirklich sehr spontan und ich möchte euch heute in diesem Video einfach mal gerne den Spike vorstellen. Ja, das Thema Bartergaben allgemein ein bisschen aufdröseln, ein bisschen über das Wesen der Bartergaben zu reden und dadurch auch auf meinen Spike eingehen, persönlich auf ihn eingehen, also ihn als Exempel benutzen, um euch ein bisschen aufzuklären. Ich weiß, das Video über Bartergaben, Vertrauen zu Bartergaben aufbauen, Zuneigung zu Bartergaben aufbauen, hat euch sehr berührt, hat euch sehr begeistert, hat sehr gute Resonanz und Bewertungen bekommen. Vielleicht seht ihr, wie aktiv der Spike gerade ist. Es liegt daran, dass ich ihn jetzt, er ist jetzt ja seit ein paar Tagen wach, aus der Winterruhe, das erste Mal in meinem Zimmer frei rumlaufen lasse und er hat da auch schon einige Erfahrungen in meinem Zimmer gesammelt. Zunächst mal, was sind eigentlich Bartergaben im Allgemeinen? Bartergaben sind Reptilien, ja, sind Agamen und die kommen ursprünglich aus Australien und sind seit einigen Jahren bei uns in Deutschland in Terrarien auch sehr beliebt und gewinnen mit der Zeit immer mehr an Beliebtheit auch. Auch durch meinen YouTube-Kanal, wo ich euch immer versuche, inhaltliche Videos zu bieten und auch unterhaltsame Videos zu bieten, konnte ich schon etwa 50 Leute dazu bewegen, sich eine Bartergamme zuzulegen. Wobei es wahrscheinlich doch noch viel mehr sind. Auch auf Instagram habe ich schon einige Leute erreicht, die sich dadurch meine Videos eben eine Bartergamme zugelegt haben oder eine weitere. Und auch sehr dankbar sind über alles Wissen, was ich ihnen vermittle und den ganzen Content. Und ja, den Spike, den haben wir gekauft im September 2015. Das heißt, er wird dieses Jahr, also 2021, 6 Jahre alt. Er hat die ganz normale, meist verbreitete Farbe der Pogona Viticeps, die in den deutschen Terrarien so Standard ist. Sie nennt man dann Dominant, also im Prinzip kann man es übersetzen mit Normal. Ja, wie ihr seht, das Spike ist eine sehr aktive Bartergamme, die ist sehr zutraulich und der lässt sich auch gerne hier so ein bisschen bespielen, bespaßen und ja. Er hat auch nichts dagegen, auf meiner Schulter zu sitzen oder sonstiges. Bloß ist er aktuell halt irgendwie gut gefüttert und daher auch sehr aktiv und will jetzt eigentlich auch gar nicht auf dem Sitzen bleiben. Der erkundet halt viel lieber eigentlich so die Umgebung. Ich kann ihn euch nochmal kurz zeigen. Da ist er auf meiner Sportmatratze. Ja, also der Spike ist jetzt eben das Beispiel, wovon ich ein bisschen rede. Ich möchte euch auch ein bisschen sagen, für wen es vielleicht sinnvoll ist, sich eine Bartergamme anzulegen oder zuzuschaffen. Anzuschaffen oder zuzulegen, so rum. Weil Bartergammen sind an sich ein pflegeleichtes Tier, das man auch halten kann, wenn man zum Beispiel einen 8 bis 10 Stunden Tag hat, in der Woche immer. Und ja, also im Prinzip, wenn man nicht viel daheim ist. Selbst dann kann man Bartergaben eben gut halten. Bartergaben brauchen allerdings einige Dinge, die man beachten muss. Ich kann euch jetzt zum Beispiel hier auch den Spiegel ein bisschen zeigen, damit ihr den Spike auch seht. Ne, dann könnt ihr vielleicht uns beide sehen. Ich hier ganz in Hausschuhen. Ich bin auch der Meinung, man braucht nicht immer solche Regeln festzulegen. Eine Bartergamme geht es nur dann gut, wenn das und das oder so und so, du musst das und das machen. Ich finde, da gibt es immer viel Spielraum. Ich halte auch nicht jede Regel ein, versuche mich trotzdem immer gut dran zu halten. Zum Beispiel auch, dass im Terrarium mit 10 cm bis 15 cm Sand drin sein muss. Bei mir ist es im Schnitt deutlich darunter. Ja. Okay, das Spike klettert jetzt hier natürlich rüber. Ich lasse ihn jetzt einfach mal machen und hoffe einfach, dass er mir jetzt hier nicht das Zimmer vollkackt. Genau. Also Bartergamme zu halten ist immer eigentlich eine Option, wenn man eben ein Tier sucht,
das relativ pflegeleicht ist, wenn man ihm eben die Unterstützung gibt, die es benötigt, das Tier. In dem Fall zum Beispiel, dass man ihn täglich füttert mit frischem Salat, mit Heimchen, wenn er noch ganz klein ist, oder ihn medizinisch versorgt, wenn er Probleme hat. Jetzt spielt der Fokus gerade verrückt. Ich mache das Ganze also nochmal andersrum. Ja. So, und zwar stelle ich das Ganze wieder hier hin. Das ist ein bisschen provisorisch jetzt das Video, aber es kommt ja auf den Inhalt an. Ja. Genau. Ja, Bartagam muss man wirklich halten wollen. Ja, man will dieses Tier halten und nicht einfach, damit man das Tier hat. Es steht da rum und es kann die Freunde beeindrucken, sondern man muss sich drum kümmern. Man muss sich täglich drum kümmern, muss ihm Futter zur Verfügung stellen, ein Terrarium zur Verfügung stellen, wo er sehr aktiv sein kann, wo er klettern kann, wo er sich verstecken kann, wo es in einer Ecke kühler ist, in einer Ecke wärmer, wo es genügend Wärmemöglichkeiten gibt und auch verschiedene Materialien, zum Beispiel Kork, Rinde, Mulch, eher weniger, weil es hart ist und leicht verletzlich. Oder eben auch den Sand auf dem Boden, Sand-Lehm-Gemisch, Sand-Pinienrinde-Gemisch, so habe ich das. Genau, da muss man auf einiges achten. Auf spezielle Themen möchte ich jetzt nicht eingehen, da ich schon für die meisten Themen ein Video produziert habe. Wenn ihr noch andere Themen möchtet, wenn ihr es gerade hört, ist es Spike, der auf dem Teppich läuft. Der Spike, der kriegt es immer ganz gut hin, da wieder rauszukommen und hat da noch nie ein Problem mit gehabt. Von daher, vielleicht ist es nicht die beste Option, auf dem Teppich zu laufen, aber auch da sehe ich jetzt kein direktes Problem. Und er macht es auch freiwillig und will hier alles erkunden. Hier ist auch letztens gesaugt worden, vor ein paar Tagen, das ganze Zimmer, und von daher ist das auch kein Problem von der Staubanfälligkeit. Genau. Ich schaue dem Spike gerade ein bisschen zu, während ihr mir zuschauen könnt. Ich hoffe mal, dass er auch demnächst wieder herkommt. Der ist jetzt gerade beim unterm Terrarium unterwegs, ne, da wo er quasi wohnt. Das ist jetzt sehr interessant scheinbar. Hoffentlich schaltet er jetzt nicht da irgendwas rum. Also ich vertraue ihm da aber ganz. Und das ist auch ein Thema, wo ich mit euch drauf eingehen will nochmal. Und zwar mein bekanntestes und beliebtestes Video ist ja Vertrauen zu Bartagam aufbauen. Und da kann ich euch nur sagen, dass das wirklich möglich ist. Wie ich euch auch vorhin erwähnt habe, die Bartagam können, wenn man sie gut behandelt und sie auch würdig behandelt, zum Beispiel, dass man das Terrarium auf eine 1 Meter hohe Empore stellt, dass die Bartagamme sich eben bei der Anwesenheit des Besitzers nicht erniedrigt fühlt. Das kann man auch daran sehen, dass sie zum Beispiel so machen. Das heißt, sie fühlen sich ein bisschen unterlegen. Und ja, das nennt man auch das Kopfnicken, ja. Da gibt es so einige Gesten, auf die man achten kann, wie sich das Tier fühlt. Zum Beispiel auch das Handheben. Das hat auch solche Gründe mit Überlegenheitsgefühlen. Gibt aber auch andere Bedeutungen dafür. Und da kann ich euch immer Bartagam-Bücher empfehlen. Ich habe euch bestimmt auch einige unten in die Videobeschreibung verlinkt. Die könnt ihr dann gerne mal anschauen oder euch vielleicht zulegen. Die sind wirklich gut. Kann ich selbst sagen. Und ja. Also, ich werde jetzt mal den Spike, okay, der kommt gerade wieder. Ich werde ihn jetzt kurz holen. Und dann würde ich sagen, geht es auch schon weiter mit dem Spike. Dann zeige ich euch noch ein bisschen was. Ich habe mir jetzt den Spike hier geholt. Und er hat keinerlei Zeichen von Angst gezeigt, als ich von oben auf ihn zukam. Ich habe gleich eine beruhigende Geste gemacht, langsam so. Und auch relativ schnell die Hände in diese Richtung gelegt. So im Prinzip die Handfläche nach oben, sodass er merkt, ich will ihn nicht ergreifen, sondern eher ihn von unten packen, vorsichtig mit Liebe. Dann wusste er auch sofort Bescheid, ich bin's, der Julius. Jetzt guckt er mich an, als würde er meinen Namen kennen. Genau. Und was wir jetzt auch gerade bei ihm sehen, wenn er es mit sich machen lässt, das ist, dass sein Hals, sein Kopf etwas schwarz ist, ne? Er dreht ihn jetzt natürlich mit, er will natürlich auch ein bisschen in die Kamera schauen und sehen, was da abgeht und mich noch im Auge behalten. Ihr seht, sein
Bart wird etwas schwarz, das ist Wärmeregulation oder Stress. Wobei ich nicht denke, dass er gerade Stress empfindet, der ist ganz gelassen. Da kann man wirklich von ausgehen, das merkt man auch daran, dass er wirklich die Umgebung erforscht und nicht auf einen Punkt fixiert ist. Ja? Kann man gut daran erkennen. Ne? Und ich halte ihn gerade auch ein bisschen höher, sodass wir ungefähr auf einer Augenhöhe sind. Und das ist ganz angenehm auch für ihn. Ne? Ich habe ihn hier gut auf der Hand liegen, halte seinen Schwanz ein bisschen, unterstütze ihn, wo er noch ziemlich dick ist, damit es da auch nicht zu Problemen kommt, dass er denkt, er fällt gleich runter oder so. Auf jeden Fall sein Hals, meine Hand ist auch relativ warm, also ich sage immer sein Hals, aber sein Bart wird langsam wieder auch ein bisschen heller. Das bedeutet eben auch, dass er jetzt vielleicht von der Wärme her jetzt ein bisschen ihm wieder wärmer wird. Sein Hals, also sein Kopf, sein Bart, jetzt habe ich Probleme, sein Bart ist eben etwas dunkler geworden, weil es hier natürlich kälter ist, von den Bedingungen her auch unangenehmer als im Terrarium. Und das ist einfach die natürliche Anpassung der Tiere, die eben den Bart färben können. Ja, das ist jetzt wunderschön zu sehen, jetzt ist sein Hals schon, oh, sein Bart schon fast wieder, ja, ich sage jetzt mal schuppenfarbig. Ne, wie man sehen kann, sehr hell und etwas weißlich, gelblich, bräunlich. Genau. Also, das war's auch schon zum Groben. Nochmal kurz kann ich erwähnen, wo man diese Tiere erwerben kann. Das kann man zum Beispiel beim Züchter direkt machen. Den kann man dann anschreiben in gewissen Foren, zum Beispiel bartagamen-info.de. Das ist ein gutes Forum oder auch andere wie bartagamfiebel.de, wo ich auch neulich wieder nachgelesen habe. Da gibt es gute Informationen, die ihr euch eben kostenlos reinziehen könnt. Ja, und da könnt ihr auch einen Züchter ausmachen. Den Spike haben wir eben 2015 gekauft. Im Zoohandel haben wir den vor Ort gekauft, einfach weil wir Interesse hatten, eine Bartagame zu halten. Wir hatten nicht viel Vorwissen und viel Vorahnung und haben auch ein Terrarium gebraucht gekauft. Das war eben für den Anfang noch okay und dann musste halt irgendwann ein größeres her. Deshalb habe ich ja letztes Jahr ein größeres Terrarium gekauft. Wir hatten wirklich nicht viel gewusst, aber ich hatte großes Interesse daran, mich weiterzubilden. Und das Thema hat mich einfach schon die ganze Zeit inspiriert. Und ich kann fast sagen, dass ich Bartagamen von ganzem Herzen aus liebe. Vielleicht schaffe ich mir auch mal eine nächste zu und die wird dann wahrscheinlich eine weiße sein. Ich weiß, die sind anfälliger für Krankheiten, da sie eben durch den fehlenden Farbstoff auch gewisse Nachteile haben in der Immunabwehr. Ja, allerdings ist es einfach eine todschöne Farbe, die weißen Bartagamen zu halten und es ist einfach auch ein Genuss dann. Ja. Genau. Ich würde mal sagen, fürs Grobe wäre es das jetzt auch schon gewesen. Wenn ihr noch einige Fragen habt, könnt ihr die gerne in den Kommentaren eben stellen oder auch auf meinem Bartagamen Discord-Server, der immer in der Videobeschreibung verlinkt ist. Ansonsten auch auf Instagram, da heiße ich bartagamen-spike-youtube. Müsste so sein, dass... Da könnt ihr auf einmal auf jeden Fall Boss der Bartagamen eingeben, dann müsste ich auch kommen. Ja? Genau, den Spike, den sammle ich jetzt gleich wieder ein, setze ihn in sein Terrarium rein, werde das Video dann noch bearbeiten und dann werdet ihr das auch demnächst zu sehen bekommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit, bleibt gesund, verhaltet euch eurer Bartagamen gegenüber nett und niemals zu dominant und dann werdet ihr auch schnell zutraulich mit ihr und auch Verbundenheit spüren. Denn Bartagamen sind sehr liebevolle Tiere und von sich aus eben auch schon entspannt, gelassen und zutraulich. Man muss diese Zutraulichkeit nur etwas fördern und auf sich beziehen. Ne? Genau. Ja, der Spike hat jetzt hier so langsam mein ganzes Zimmer abgestöbert. Schlägt auch die ganze Zeit alles ab. Erkundet somit die Umgebung. Ich kann ihn euch nochmal filmen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt wirklich eine angenehme Woche, bleibt gesund, liked das Video gerne, wenn es euch gefallen hat und teilt es sehr gerne an eure Freunde und Verwandte weiter oder auch an Leute generell, die, wo ihr findet, sie sollten sich vielleicht mal eine Bartagame anschauen,
weil sie eben nach einem zutraulichen Tier suchen, das allerdings nicht mit einer Katze oder Hund vergleichbar ist, wo man eben nicht jeden Tag Gassi gehen muss mit oder ähnliche Dinge. Genau, dazu sind dann Bademantel eine gute Option. Also teilt dieses Video gerne und lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, um keine Videos zu verpassen. Es werden viele weitere informative Videos kommen und auch Projekte dieses Jahr gestartet, die es so noch nicht auf meinem Kanal gab. Also bleibt gespannt, euer Buster Bademantel, euer Julius. Ciao.